Mit den lange Zeit hier leer stehenden Räumen im Bruno-Paul-Bau wurde ein Synergieeffekt geschaffen, denn wir sind jetzt hier im Museumsquartier Dahlem zusammen mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst. Wir können hier davon ausgehen, dass die Besucher, die nach Dahlem kommen, dann auch diese drei Museen besuchen werden und nicht extra noch in den Winkel gehen müssen. Außerdem ist die räumliche Situation für uns jetzt hier günstiger, wenn wir auch nicht mehr Quadratmeter haben. Aber wir haben doch sehr schöne, große, gut gestaltbare Räume hier vorgefunden und eingerichtet bekommen. Jede Ausstellung lebt auch von Highlights, das ist ganz klar. Das erste Highlight haben wir gleich an den Eingang der Präsentation gesetzt. Das ist eine originale venezianische Gondel, die einem Geschäftsmann in Berlin in den 1970er Jahren geschenkt wurde und auf dem Halensee Grunewald umherfuhr, bis sie dann keine Beachtung mehr fand und langsam im See versank. Von dort haben wir sie geborgen und in den 1980er Jahren ins Museum, in die Sammlung übernommen. Wir konnten sie aber früher nicht ausstellen, weil unsere Räume nicht adäquat waren und nicht ausreichend waren. Das ist also ein absolutes Highlight, einmal durch seine Größe, aber auch durch die prunkvolle Ausstattung. Dieser originale sizilianische Caretto von 1904 ist ein ganz einfacher Gemüse- und Obsttransportkarren der sizilianischen Bauern. Die haben so etwas benutzt und zwar so prächtig auch bemalt, damit sie also auch zeigen konnten, dass sie Geschmack und Geld haben. Sie haben damit ihre Zitronen auf den Markt transportiert und sie sind aber auch, wenn sie einen Stuhl draufgestellt haben, damit zu Familienfeiern, zu Hochzeiten oder ähnlichem gefahren. Heute gibt es auch noch diese nur in Sizilien so in dieser Art vorkommenden Caretti. Sie dienen aber heute eigentlich nur noch musealen oder folkloristischen Zwecken.